Hallo Bundesregierung, von deiner schwarzen Null Schäuble hast du zum Auftakt der Etatberatung im Bundestag zwei Sachen erklären lassen. Erstens, die Flüchtlingskrise habe absolute Priorität. Zweitens, die menschenwürdige Versorgung der Zufluchtsuchenden müsse möglichst ohne neue Schulden auskommen, sonst hätten sich andere Ausgabenwünsche unterzuordnen. Das ist erstens eine Lüge und zweitens, es ist dein Begriff von Solidarität, denn wer wie du, Bundesregierung, von der Flüchtlingskrise redet, will vergessen machen, dass es in Wahrheit eine Krise derer ist, die die Ursachen von Flucht mitverschuldet haben. Eine Krise der Institutionen in Europa, die einen erbärmlichen Streit um Verteilungsquoten aufführen. Eine Krise der Verwaltung hierzulande, die zu schlecht vorbereitet war, die Menschen ordentlich unterzubringen und zu versorgen. Es ist keine Flüchtlingskrise, sondern eben auch eine von dir, Bundesregierung, mitverschuldete Krise des Öffentlichen. Sparvorgaben, Austerität, Schuldenbremsenideologie. Immer hast du das Öffentliche gebeutelt, was auf dem Rücken derer ausgetragen wird, deren Lebenschancen von diesem Öffentlichen abhängen. Also den Armen, den Älteren. Und nun eben auch den Flüchtlingen, die darunter leiden. Wenn es nicht einen Haufen Leute geben würde, die sich engagieren, würde es vielen Flüchtlingen auch hierzulande nicht viel besser gehen als denen in Ungarn. Das ist deine Solidarität, Bundesregierung. Und nach langer Debatte hast du jetzt beschlossen, ein paar Milliarden zu erübrigen, damit nicht so viele Menschen im Winter in Turnhallen übernachten müssen. Wenn jemand aber vorschlägt, leere Wohnungen zu beschlagnahmen, kommst du mit dem Eigentumsschutz, der dir egal ist, wenn es sich um das Ersparte von Hartz-Beziehern handelt. Wenn jemand vorschlägt, Solidarität mit Zufluchtsuchenden könnte doch auch heißen, die Steuern auf Profite und Vermögen zu erhöhen, dann antwortest du nö, nö und kündigst erstmal an, andere Ausgabenwünsche müssten sich dem unterordnen. Was heißt das? Das können wir uns denken. Erstens wirst du dann weiter beim Öffentlichen sparen und zweitens wird es dann nicht nur den Flüchtlingen, sondern vielen anderen Leuten auch auf den Schultern lassen. Hauptsache deine schwarze Null steht, Bundesregierung, denn das ist in Wahrheit deine oberste Priorität.